damit herzlich willkommen, Leute, zum großen Finale unserer F1 2011 Karriere. Wir sind hier beim letzten Rennen der Saison in Sao Paulo in Brasilien. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat dieses kleine Intro gefallen. Ja, wir sind hier, wir liegen momentan punktgleich mit Fernando Alonso auf Platz 2 der Fahrer-WM. Sebastian Vettel führt mit 11 Punkten Vorsprung auf uns beide. Und ich blende euch hier mal so eine kleine Tabelle ein, auf der ihr sehen könnt, was passieren muss, damit wir Weltmeister werden. Ich hoffe, dass die das hier versteht. Ja. Und ja, ich denke, es ist ziemlich klar, was wir machen müssen. Wir müssen eigentlich dieses Rennen gewinnen. Alles andere ist schon eher unwahrscheinlich. Aber wenn wir gewinnen, muss Vettel Vierter werden. Und ich denke, das ist noch halbwegs realistisch. Aber alles andere ist dann schon so sehr, kritisch. Es gibt übrigens auch den Fall, dass, also es könnte passieren, dass wir punktgleich sind mit Sebastian Vettel, bei bestimmten Ergebnissen. Allerdings weiß ich dann gar nicht, also dann wird logischerweise der Weltmeister, der mehr Siege hat. Da weiß ich gerade nicht, ob wir das sind oder Vettel, aber ja, am besten lassen wir es gar nicht darauf ankommen. Und ja, Leute, wir gehen jetzt raus auf die Strecke hier im Qualifying und geben einfach unser absolut Bestes und versuchen hier unseren WM-Titel, uns den WM-Titel zu holen. Und ja, lass uns loslegen mit dem Qualifying. Oh, Kati Kean, geh aus dem Weg! What the fuck? Oh mein! Okay, Mann, was geht? Wir waren schnellster im ersten Sektor! Scheiße! Bitte gib mir keine Strafe. Das hatten wir schon ein paar Mal, das wäre jetzt ein bisschen lächerlich. Okay, danke. Ich hab gerade richtig Angst, ey. Okay, Leute, letzte Kurve. Wir kommen gleich über die Linie. Wir waren im ersten Sektor schnellster, im zweiten Sektor auch fast und... Oh, Mann. Das war so eine gute Runde. Ich blende euch die mal so ein, irgendwie so vorgespult oder so. Die war wirklich perfekt. Ich habe alles gegeben auf dieser Runde, Leute. Wir stehen vorzeitig auf... Vorzeitig, muss man sagen, auf Pole. Aber das war eine richtig, richtig starke Runde, ey. Nice, Leute. Nice. Okay, Leute, noch wenige Minuten. Wir werden das jetzt einfach auslaufen lassen. Und Button ist vor uns. Nein, na, wir schaffen aber leider keine Runde mehr. Okay, Platz 2. Leider. Button hat uns ganz kurz vor Schluss nochmal geholt. Um 5000stel Sekunden. Willst du mich verarschen? Okay, das ist ein bisschen bitter, aber wir haben Vettel hinter uns. Und Alonso auf Platz 6. Also Alonso, ne, da haben wir schon ordentlich Vorsprung. Also das ist okay, das ist okay. Ich denke, wir werden Button vielleicht direkt in die erste Kurve überholen können. Das wäre natürlich perfekt, weil dann hätten wir zwischen uns und Vettel, Button. So als Polster, sage ich mal. Aber okay, Leute. Ihr merkt schon, ich bin in dieser Folge, ich nehme das hier gerade ziemlich ernst. Also sorry, wenn ich ein bisschen rumschreie wie so ein Gestörter, aber ja, so ist das. Okay, Leute. Ich denke, es ist klar, was wir hier schaffen müssen. Wir müssen gewinnen. Vettel muss Vierter werden und dann ist alles egal. Dann sind wir Weltmeister. Wenn wir Zweiter sind und so, dann ist alles schon ein bisschen komplizierter, weil dann muss Vettel... Wenn wir Zweiter... Ich weiß nicht, ich habe euch ja diese Tabelle vorhin eingeblendet. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt erzähle. Leute, wir gehen zum letzten Rennen der Saison. Wir können Weltmeister werden. Das wäre unsere erste WM, die wir jemals in einem Formel-1-Spiel holen. Let's go! Okay, Leute, hier sind wir in der Garage vor dem wichtigsten Rennen der gesamten Saison. Und es sieht ziemlich bewölkt aus, muss man sagen, aber ja, wir haben 0% Regenwahrscheinlichkeit. Da vorne steht es auch nochmal. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Strategie für das Rennen. Das ist eine 3-Stop-Strategie und ja, das sieht auch ziemlich gut aus. Ich denke, wir werden uns daran halten, weil wir haben ja schon beim letzten Rennen in Abu Dhabi versucht, so eine bisschen andere Strategie zu machen und... Ja, um ehrlich zu sein, hat das nicht wirklich geklappt. Aber man muss es natürlich gucken. Ne? Wir werden schauen, wie das Rennen verläuft. Und wenn wir irgendwas mit der Strategie machen müssen, um nach vorne zu kommen oder so, dann werden wir das natürlich versuchen. Weil das einzige Ziel, was es in diesem Rennen gibt, ist natürlich
die WM, alles andere ist mir scheißegal. Okay, Leute. Es wurde alles gesagt, denke ich mal. Und wir gehen direkt an den Start hier beim Saisonfinale. Okay, Leute. Hier sind wir in der Startaufstellung. Da sind wir. Platz 2 ist, denke ich, ganz okay. Alonso auf 6. Unser Teamkollege Adrian Sutil auch relativ ordentlich auf Platz 16. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich will das unbedingt gewinnen, Leute. Unbedingt. Da kommen die 5 roten Lichter zum letzten Mal in dieser F1 2011er Saison. Und es geht los. Wir stellen direkt auf Fettgemisch und ja, genau, das war geplant. Wir kommen besser weg als Button und werden, wenn alles normal läuft, hier die Führung übernehmen. So extra ein bisschen weiter rausfahren, damit Button da nicht über außen vorbeikommen kann. Und Leute, sehr gut. Wir liegen auf Platz 1. Vettel ist zurückgefallen hinter Mark Webber. Das heißt, momentan sind wir Weltmeister. Aber naja, das ist natürlich ja, nur der Start. Aber das war schon mal perfekt, Leute. Also, ja, besser hätte es momentan nicht laufen können für uns. Oh, Heidfeld ist Vierter. Okay, das heißt, Vettel ist nicht mal auf Platz 4. Das ist natürlich mega stark. Okay, erster kleiner Fehler. Das war ein bisschen schwach. Aber wir hatten genug Vorsprung auf Button. Okay, Leute. Wir sind jetzt in der Mitte von Runde 3. Und momentan sieht es gut aus für uns. Allerdings können wir uns auch nicht wirklich absetzen von dem Rest des Feldes hier. Was nicht so gut ist. Ich blende euch hier auch mal so einen kleinen WM-Stand aus, wie es momentan aussehen würde. Und das ja, sieht ziemlich gut aus für uns. Allerdings ist es ein langes Rennen. 36 Runden hier. Und mal schauen, wir kommen jetzt zum ersten Mal auf die Stadtzielgerade und Button wird gleich DRS haben. Also es wird ziemlich schwer, das zu verteidigen, könnte ich mir vorstellen. Weil der McLaren ja nicht wirklich das langsamste Auto ist auf der Gerade. So, mal schauen. Wir verteidigen auf jeden Fall innen, weil über außen hat er eigentlich kaum eine Chance. Und ja, es hat nochmal gereicht für uns. Sehr schön, Leute. Okay, Leute, wir sind am Ende von Runde 6 und wir kommen jetzt rein für unseren ersten von, ich glaube, 3 Boxenstops. Das ist eine Runde früher als geplant und auch eine Runde früher als alle anderen wahrscheinlich, genau. Einfach um zu verhindern, dass wir irgendwie aufgehalten werden. Und bitte, 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 Force India, Mann. Das wird der wichtigste Stop sein, den ihr jemals in eurer Karriere machen werdet. Komm schon. Naja, Mann, sie verkacken es wieder, aber ich verstehe es einfach nicht. Okay, wir sind auf weichen Reifen wieder, wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir kommen jetzt auf harte, aber anscheinend ist das die Strategie. Okay, diese Boxeneinfahrt, ne? Ihr glaubt gar nicht, wie schrecklich ich die finde. Okay, aber wir haben es gut gemacht und wir haben eine riesige Lücke vor uns. Das ist perfekt, Leute. Okay, wir kommen jetzt das erste Mal über die Linie, seit wir unseren Stop gemacht haben. Und die meisten sind tatsächlich draußen geblieben. Das wundert mich ein bisschen. Aber, naja, okay. Also unsere Reifen waren schon tot. Von daher hatten wir eigentlich kaum eine andere Wahl, als ja, als da reinzukommen, wo wir es gemacht haben. Ja. Mal schauen. Okay, Leute, jetzt kommen die ersten an die Box. Also eine Runde später. Mal schauen, wo wir rauskommen. So, rechtzeitig bremsen, auf jeden Fall für diese erste Kurve hier. Das ist immer so ein bisschen dumm, weil man sieht sehr spät, wo man eigentlich ist, weil diese Boxeneinfahrt eben ja, hier so neben der Strecke verläuft. Und auf jeden Fall ist Vettel hinter uns, das ist natürlich sehr wichtig. Und wir sind auf Platz 8, okay. Und wir haben eine schnellste Rennrunde rausgehauen auf den frischen Reifen. Also haben wir natürlich das, ja, ausgenutzt, dass wir neue Reifen hatten. Und ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, Leute, und eine Runde später gehen jetzt alle anderen an die Box. Das wird jetzt natürlich wichtig zu sehen sein, wo Vettel im Vergleich zu denen sein wird. Also ich denke, dass wir ziemlich sicher die Führung übernehmen müssten. Ja, das werden wir auch ziemlich locker. Die Frage ist nur, ob Vettel weiterhin dort bleibt, wo er war, oder ob er die auch überholen wird, weil er hat auch früher gestoppt. Okay, Vettel ist zumindest... Okay. Vettel ist auf Platz 3, Leute. Das ist nicht das, was man sehen will. Er hat 2 Positionen gewonnen. Und... Ja, das ist nicht so geil. Oh, da kommt Webber hinter uns. Er wird jetzt DRS haben. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, mal schauen, er kommt über außen. Wir lassen ihm so wenig Platz wie möglich. Und jetzt kommt es darauf an, wer später bremsen wird. Das sind wir. Und lassen ihm überhaupt keinen Platz da, Mann. So muss das sein, Leute. Sehr schön verteidigt. Okay, und wir behalten vorerst unsere Führung. Ich weiß gar nicht, hat er hier nochmal DRS? Nein, hat er nicht, okay. Das ist sehr gut für uns und genau, okay. Wir haben unsere Führung vorerst behauptet, aber wir sind momentan auf keinen Fall die schnellsten hier, was nicht unbedingt gut ist, aber naja, wir haben auch im Vergleich zu denen ein ziemlich schlechtes Auto, ne? Okay, Leute, wir kommen an die Box, sind am Ende von Runde 14. Kommt noch jemand rein? Nein. Okay,
Wir holen uns jetzt einen Satz der harten Reifen. Ich bin irgendwie richtig aufgeregt, keine Ahnung, obwohl das nur so ein Spiel ist, aber ich nehme das gerade ernst, das wird um mein Leben gehen. Okay, bitte guter Stopp, Jungs, bitte, 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 bitte. Nein, okay. Wir sind übrigens wieder eine Runde früher reingekommen als geplant. Unser Benzin ist auf fucking minus 2 schon wieder. Ich verstehe das immer nicht, weil ich bin kaum fett gefahren in diesem Rennen, nur am Anfang ein bisschen. Okay, Boxeneinfahrt wieder ordentlich nehmen und jetzt müssen wir wieder pushen, als würde es um unser Leben gehen. Ja, damit uns keiner überholt jetzt in der Boxenstopp-Phase. Okay, Leute, eine Runde später und es kommt wieder niemand rein. Also die sind irgendwie auf einer bisschen anderen Strategie als wir. Alter, Perez, verpiss dich jetzt bitte, Mann. Das ist ein bisschen interessant gerade, okay. Alonso ist auf Platz 4, zeigt das uns an, okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht, aber ich hoffe mal, dass das gut für uns ist. Okay, Leute, da waren jetzt einige an der Box und wir führen nicht mehr. Also uns haben auf jeden Fall ein paar überholt. Da kommt Mark Webber. Er könnte sogar der Führende sein. Mal gucken, da müssen wir jetzt vorbei. Unbedingt, ich will... Alles, Alter, ich fahre hier jetzt so... Ohne Scheiße, es wird um mein Leben gehen. Hartes Battle hier mit Webber. Vielleicht um die Führung. Oh, jetzt müssen wir es über außen machen. Und wir schaffen es, Leute. Nice, 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 nice. Ich weiß nicht, ob Webber... Also Webber müsste eigentlich der Führende gewesen sein. Oh, von daher ist alles gut. Ich glaube, auf der Karte habe ich welche gesehen, die vor uns aus der Box fahren, aber das müssten Überrundungen gewesen sein. Deswegen war ich gerade so verwirrt, aber es müsste alles gut sein. Wir müssten rein theoretisch die Führung haben, es sei denn, jemand anders überholt uns natürlich. Wie zum Beispiel Vettel, das wäre das Schlimmste und Glock ist gerade perfekt in den Weg gekommen, du scheiße Nutte, Alter. Oh mein Gott, sind die alle langsam. Alter. Okay, aber das hat uns ein bisschen Zeit gewonnen auf Webber und wir haben DRS bekommen. Also war das gar nicht so schlecht. So, mal schauen, wo kommen wir jetzt raus? Okay, Platz 6. Das heißt, die anderen bleiben immer noch draußen, oder? Oder haben die schon gestoppt? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nein, die haben noch nicht gestoppt. Okay, dann haben die eine bisschen andere Strategie. Aber ich vertraue einfach mal unserem Team, dass unsere Strategie die beste ist. Okay, Leute, ich habe das jetzt erst gecheckt. Die anderen sind alle auf harten Reifen. Das heißt, die haben beim ersten Stop auf harte gewechselt. Deswegen stoppen die noch nicht. Okay, das habe ich vorhin gar nicht so gesehen. Das ist sehr interessant. Und scheiße, das ist ein richtig geiles Finale bisher, ey. Oh, minus 3! Hold, okay, ja, wir müssen sofort Mager fahren. Sofort. Okay, Leute, jetzt kommen die meisten anderen für ihren zweiten Stop rein. Mal schauen, wo uns das hinbringt. Platz 3. Vettel war auf jeden Fall an der Box, das ist natürlich wichtig. Okay, erste kleine Verwarnung für Abkürzen, aber alles noch gut. Okay, Leute, aber die können auf keinen Fall jetzt 15 Runden durchfahren, das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, alle müssen nochmal einen Stop machen. Was natürlich passieren könnte, ist, dass also das wird wahrscheinlich so sein, dass die am Ende auf die weichen Reifen gehen. Oder Moment, wir können das ja kurz nachschauen, auf was für Reifen ist Vettel? Er ist jetzt auf Weichen, okay. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt zählt es, dass wir Vettel hinter uns halten. Okay, wahrscheinlich geht er jetzt zweimal noch auf die Weichen. Ja, okay. Das ist natürlich critical, weil wir werden noch einmal die Harten danach aufziehen. Es sei denn, wir kriegen das irgendwie so hin, dass wir das nicht machen müssen. Okay, na gut. Okay, Leute, die restlichen Fahrer haben auch ihren Stop gemacht und Vettel ist Zweiter. Vettel ist Zweiter, Mann. Das ist überhaupt nicht das, was wir brauchen. Okay, Leute, los geht's. Vettel wird 100% jetzt angreifen. Das ist das Battle um die Scheiß-WM im letzten Rennen. Ich weiß, momentan ist sowieso er Weltmeister, weil er Zweiter ist. Aber trotzdem, er muss hinter uns bleiben. Wenn wir irgendeine Chance hier haben wollen, wir blocken ihn richtig hart, Mann. Das Slut. Und... Jawohl. Die erste Möglichkeit haben wir schon mal vereitelt, Leute. Sehr gut. Okay, Leute, die nächste Chance ist für Vettel. Wir haben unser gesamtes Chaos aufgespart für diese Stadt-Ziel gerade hier. Weil das ist eigentlich die einzige wirkliche Überholmöglichkeit, weil hier halt DRS ist. So, wo kommt Vettel? Da kommt Vettel. Ja, 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 ja. Da kommst du nicht vorbei, mein Freund. Okay, sehr gut, Leute. Okay, Leute, nächster Angriff von Vettel. Da kommt er, ja. Keine Chance. Wir machen einfach so ein Verstappen. Wir bleiben in der Mitte von der Strecke und dann ja, reagieren wir einfach, wenn der Gegner reagiert. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, ganz cool, so zu verteidigen, Leute. Wir halten das hier, Mann. Was ist das für ein Battle? Es geht einfach um die WM. Und wir töten jetzt absolut Vettels Reifen dadurch. Und außerdem kommen auch die anderen immer näher ran. Und das ist das, was wir brauchen, weil die müssen Vettel überholen. Sonst haben wir sowieso keine Chance, wenn er Zweiter ist. Also, ja, wir machen momentan alles, was wir können, Leute. Ich gebe wirklich alles. Mehr können wir nicht machen.
Und wir sollten jetzt auch in dieser Runde reinkommen. Das Ding ist, ich würde vielleicht ein bisschen länger draußen bleiben und ja, versuchen am Ende auf weichen Reifen zu fahren. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob wir noch frische, weiche Reifen haben. Und wenn nicht, dann ist das der Tod. Ich weiß nicht, wir haben... Ja doch, eigentlich müssten wir noch einen Satz haben. Einen Satz müssten wir noch haben, Leute. Okay, dann bleiben wir jetzt einfach draußen. Bis Runde 28 habe ich mir überlegt. Und dann haben wir noch 8 Runden auf den... auf den Weichen und müssen damit dann alles geben. Das ist der Plan. Und jetzt bleiben wir einfach noch draußen und töten so gut wie möglich irgendwie Vettels Reifen und geben einfach unser Bestes, um ihn hinter uns zu halten. Okay, da kommt er wieder. Über außen. Ja, diesmal war das nicht so gut verteidigt. Berührung hier. Oh, so leicht wirst du es aber nicht gegen mich haben. Da, Junge, da ist kein Platz, Alter. Okay, jetzt haben wir allerdings einen ziemlich schlechten Run bekommen durch die zweite Kurve. Und jetzt werden wir... ordentlich Gesellschaft haben. Von allen. Mann, wir sind so viel langsamer als die auf ihren weichen Reifen. Aber das, was soll man machen? Wir müssen irgendwie einfach hart verteidigen, damit wir irgendeine Chance haben auf diesen Titel. Okay, komm schon, Batman, überhol ihn doch, Alter. Leute, nur damit ihr euch vorstellen könnt, was wir hier gerade machen. Wir halten hier gerade in dem Force India auf harten Reifen einen Red Bull auf weichen Reifen auf und müssen auch noch Benzin sparen. Also das ist hier gerade ein Wunder und Batman, komm schon, ja! Ja! Ist er vorbei? Ist er vorbei? Ist er vorbei? Komm, Button, bitte. Bitte, 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 bitte. Er ist vorbei, Leute. Nice. Okay, Leute, da kommt Button jetzt mit DRS. Oh, okay. Aber er hat irgendwie seinen Schwanz eingezogen. Das ist sehr gut, Leute. Wir brauchen jetzt ein bisschen Glück, dass irgendjemand noch Vettel überholt. Webber vielleicht. Dann würde Vettel auf Platz 4 zurückfallen und wir wären Weltmeister, wenn es so bleibt. Das weiß man natürlich nicht. So, wir kommen auf jeden Fall jetzt am Ende von dieser Runde an die Box und Alter, wir haben so eine Riesenschlange hinter uns, das ist nicht mehr normal. Also wenn der Stop jetzt scheiße wird, ne, dann sind die alle vor uns. Was ich mir sogar vorstellen könnte. Aber, naja, mal gucken. Wir kommen jetzt auf jeden Fall rein, holen uns die weichen Reifen und dann müssen wir einfach alles geben, um hier zu gewinnen und ja, der Rest ist eh eigentlich nicht in unserer Hand, ne. Okay, wir kommen rein. Ich bin gespannt, ob noch jemand... okay, Vettel. Oh mein Gott, Leute. Oh, scheiße. Okay, jetzt Red Bull gegen Force India. Das wird natürlich, ne, ist ganz klar, wer da gewinnt. So, komm schon, bitte, bitte, bitte. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt vor Vettel sind. Ja, 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 Mann, komm schon. Der Stop war zwar scheiße, aber wir sind vor Vettel. Und das sind sogar frische, weiche Reifen. Okay, da war ich mir nämlich nicht so sicher. Aber die einzige Chance, wie wir Vettel jetzt hinter uns halten können, ist, wenn wir auf besser oder auf gleichen Reifen sind. Weil wenn wir harte haben und er weiche, dann haben wir keine Chance, ihn irgendwie, ja, hinter uns zu halten. So, Platz 5, okay. Der Rest von den anderen müsste jetzt noch stoppen. Wir brauchen jetzt eine gute Runde, um vor Button zu sein. Weil, ja, der ist zwar nicht im WM-Kampf drin, aber im Kampf um den Rennsieg hier ist er schon ordentlich dabei, leider. Okay, Leute, da kommt Vettel, Teil 2 von unserem kleinen Battle sozusagen. Hat sogar gereimt. Und oh nein, das Messer innen. Wir müssen später bremsen. Und ist jetzt... oh nein, er ist vorbei, ist aber weit rausgekommen und ja, Leute, oh mein Gott, er hat sich verbremst und ist... oh Gott, Leute, das ist sehr wichtig, oh mein Gott, das war gerade entscheidend vielleicht. Jetzt müssen wir Alonso nur hinter uns halten. Wir haben die Führung, Alonso ist Zweiter und Vettel ist zurückgefallen, er hat sich verbremst, er war zu aggressiv, obwohl er das nicht mehr hätte sein müssen. Und oh mein Gott, ich komme gerade nicht mehr klar, ich bin so fertig, ne, dieses Rennen, das tötet mich komplett, Leute. Das war vielleicht echt die Entscheidung dieser WM gerade. Vettel... Alter, also man muss sagen, was ich vorhin schon sagen wollte, ist cool, sowas von der KI zu sehen, dass sie so aggressiv sind, aber komplett unnötig. Er hat sich vielleicht seine WM jetzt kaputt gemacht, Leute. What the fuck? Okay, Leute, jetzt kommt es natürlich zum direkten Battle zwischen uns und Alonso. Vettel ist zurückgefallen auf Platz 7, habe ich gerade nachgeschaut. Und Alonso, wenn er jetzt vor uns ist, dann ist er Weltmeister. Und da kommt er über innen. Oh mein Gott. Bei Alonso ist es ja so, wir sind punktgleich. Das heißt, wer auch immer vorne ist in diesem Rennen, wird in der WM dann auch vor dem jeweils anderen sein. Also, Alter, das ist wirklich ein mega spannendes Finale. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so ein krasses Finale hatte. Vielleicht kam das auch noch nie vor, ohne Scheiß. Okay, Leute, da kommt Alonso wieder mit DRS. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, der fährt uns fast hinten rein. Okay, aber dadurch kommt er nicht vorbei, Leute. Nur noch, wie viele Runden? 4 und diese hier, oder? Keine Ahnung. Ich weiß, ich bin immer zu dumm, um auszurechnen, wie viele Runden es noch genau sind. Aber ja, es müssten 4 oder 5 sein. Und ja, wir müssen das hier nur noch unter Kontrolle halten irgendwie. Und keine Ahnung, ich kann schon gar nicht mehr reden. Vettel ist auf jeden Fall momentan nicht, ja, nicht Weltmeister. Und
Ey, ich will so unbedingt diese WM haben. Ich hoffe, man hat das in diesem Video gemerkt, wie ich das ernst genommen habe. Vielleicht auch ein bisschen zu ernst, aber... Leute, keine Ahnung. Ich halte einfach mein Maul, weil ein Fehler und wir sind... Ja, wir sind nicht mehr Weltmeister, weil Alonso ist halt direkt hinter uns. Trulli. Oh, der hat mich so mega aufgehalten gerade. Mann, du dumme Sau, geh aus dem Weg! Was macht er denn? Ah, vielleicht hat er uns DRS gegeben. Dann wäre das... Oder er hat er bestimmt, oder? Komm schon, wo ist denn der Messpunkt hier? Hat er uns DRS gegeben? Ja, hat er. Okay, dann war das sogar gar nicht so schlecht. Und er hat Alonso auch aufgehalten. Und Schumacher ist auf dem Podium. Oh, das ist irgendwie cool. Okay, Leute. Noch drei Runden. Ne, vier. Okay, Vettel kämpft sich aber zurück. Der ist schon vor auf Platz 5, habe ich gerade gesehen. Und... Oh mein Gott, Leute. Das werden die krassesten letzten Runden aller Zeiten. Es könnte alles passieren. Aber auch Vettel ist noch nicht ganz... Ja, ganz abgeschlagen, sage ich mal. Also... Ja, das wird jetzt critical. Und ich glaube, es wird auch richtig kritisch, jetzt Alonso hinter uns zu halten. Weil wir haben die letzte Kurve komplett verkackt. Ich habe mir auch keinen Kers aufgehoben für diese Stadtziel gerade hier. Also, vielleicht müssen wir ein bisschen auf den Windschatten von diesem Typ davor uns hoffen. Alonso, okay, fährt uns wieder fast hinten rein. Also anscheinend hat er keinen Bock vorbeizufahren. Und es sind jetzt noch drei Runden, Leute. Die letzten drei Runden hier in F1 2011. Die letzten drei Runden, bevor wir hier der neue Weltmeister sind. Und Kovalainen, das war gerade sehr, sehr knapp. Okay, Leute, wir bauen unseren Vorsprung auf Alonso aus. Also er hat, glaube ich, mehr Schwierigkeiten hier durch diese ganzen, ja, durch diese ganzen Überrundungen durchzukommen. Und wir kommen auf die letzte Runde dieser Saison, Leute. Die Runde, die kommentieren wir jetzt einfach mal so ganz. Massa ist auf Platz 4, das heißt, Vettel ist immer noch Fünfter wahrscheinlich. Und, oh mein Gott, ich komme nicht mehr klar. Was war das eigentlich gerade von Liuzzi? Ich habe keine Ahnung, aber uns kann alles egal sein, weil Alonso ist 5 Sekunden hinter uns. Also, und Schumacher ist Zweiter, nice. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr klar, na, kleiner Fehler, aber das stört uns alles. Wir müssen es einfach nur noch nach Hause bringen und hoffen, dass dahinter nichts Krankes passiert, dass Vettel plötzlich noch irgendwie, ja, aufs Podium kommt. Oh, ich komme nicht mehr klar, was für ein Finale war das, Leute. Wir kommen hier durch die letzten paar Kurven dieser Runde, die letzten paar Kurven dieser ganzen Saison auch. Ich echt, das war so eine kranke Saison, wir hatten so viel Pech, aber auch so viele coole Rennen und... Es sieht so aus, als wären wir hier am Ende der große Sieger, Leute. Echt. Oh mein Gott. Ich dachte schon, wir werden es nie schaffen, eine WM zu gewinnen. Aber man muss abwarten, weil in Brasilien kann alles passieren. Das hat man in Real Life auch schon ein paar Mal gesehen. Also ne, nicht, dass wir hier irgendwie so ein Massa machen und uns freuen. Und am Ende ist es doch nichts. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus, Leute. Wir kommen über die Linie. Und wenn nichts komplett Krankes passiert, dann sind wir der neue Weltmeister. Ja! Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Wir haben alles gemacht. Ich habe alles. Ja! Ja! Sensationell! Was für ein Sieg! Ich gratuliere! 25 Punkte! Er gratuliert uns, dass wir das Rennen gewonnen haben und nicht, dass wir Weltmeister. Oh Leute, jetzt, der Ingenieur wird jetzt so abgehen. Wir sind Weltmeister, Leute. Oh mein Gott. Komm, geh ab. Ne? Er sagt einfach nichts. Egal, Leute, wir sind Weltmeister hier in F1 2011. Oh mein Gott. Wer hat das von euch geglaubt am Anfang der Saison? Keiner. Und wir haben es geschafft. Ey, so viel. Oh mein, was für eine kranke Saison. Wirklich eine der besten Saisons, die ich jemals gespielt habe. Ohne Scheiß. Es war so cool. So viele coole Rennen. So einfach alles. Es hat einfach alles. Und am Ende gehen wir ins Finale. Mit drei Fahrern, die Weltmeister werden können. Und wir... Weiß, ich habe alles gegeben in diesem Rennen. Ich wollte es unbedingt klar machen jetzt und weiß nicht, wir haben so hart gekämpft. Und vielleicht war am Ende Vettels Fehler entscheidend, aber das hatte nichts mit uns zu tun. Es war sein Fehler und ich meine, er hat ein Risiko eingegangen, was er nicht mal hätte machen müssen. Weil ich meine, er wäre auch Weltmeister geworden, wenn er Zweiter gewesen wäre hinter uns. Aber er hat es nicht geschafft, Leute. Und am Ende sind wir Weltmeister mit 4 Punkten Vorsprung auf Sebastian Vettel. Die Konstrukteurs-WM. Ja, dort sind wir auf Platz 4, wie schon die ganze Saison. Und jetzt, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir sollten ja jetzt auch neue Verträge von anderen Teams bekommen. Also mal schauen, vielleicht bekommen wir irgendwelche Verträge von Top-Teams. Obwohl ich nicht denke, dass wir jemals eine zweite Saison in F1 2011 machen werden. Aber komm, schauen wir uns das hier einfach jetzt an.
Okay, Leute, das war's anscheinend. Wir sind der Weltmeister hier, Mann. Nice, Leute. Ohne Scheiß. Es gab Momente in diesem Rennen, da habe ich daran gezweifelt, aber ich habe trotzdem versucht, alles zu geben. Als Vettel hinter uns war auf den weichen Reifen und wir mussten Benzin sparen und waren auf den harten. Das war echt krank. Ich habe so hart verteidigt, wie es nur irgendwie ging. Und dann am Ende kam Alonso auch immer näher und oh, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Interview, Leute. Das letzte Interview der Saison hier. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich habe dieses Jahr Übermenschliches geleistet, Leute. Ja. Wie bewerten Sie Ihre Saison? Ich fühle mich fantastisch, das werde ich nie vergessen. Ja, ich meine, es ist unser erster WM-Titel, den wir jemals in der Karriere holen, Leute. Ich glaube, das ist eine Sache, ne? Das ist eine coole Sache. Sind Sie mit den Leistungen dieses Wochenendes zufrieden? Ja, komm, hätte besser sein können. Wir sind Weltmeister, das juckt mich dieses scheiß Wochenende. So, das Team hat Unglaubliches geleistet, Leute. Es ist vorbei, wir haben es geschafft. Mit einem Force India auf der schwierigsten Stufe Weltmeister zu werden. Da ist der WM-Pokal. Oh mein Gott. Glückwunsch. Anlässlich deines Sieges in der Fahrerweltmeisterschaft. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Wir sind der neue Weltmeister. Und jetzt kommen die Credits. Okay, Leute. Kommen jetzt die Credits? Ja, es kommen die Credits. Gut, Leute. Dann, weiß nicht, vielleicht sollte ich auch noch so ein kleines Fazit zu dem Spiel sagen. Das wollte ich oder würde ich gerne machen. Weil viele kritisieren das Spiel. Und für viele ist es das Schlechteste von Codemasters. Aber ich muss sagen, mir hat das so viel Spaß gemacht. Das ist so ein cooles Spiel. Und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, holt euch das einfach. Falls ihr irgendwie ein bisschen Langeweile habt, das kriegt ihr bestimmt. Oh, Scheiße. Ich habe das, glaube ich, auf eBay für 4, 5 Euro gekauft oder so letztens. Also, oder letztens halt, ne? Damals, als ich es mir geholt habe. Und ja. Das ist alle Male wert. Es ist wirklich eins der besten Formel 1-Spiele auf den alten Konsolen. Ich weiß, das hört sich so dumm an, aber ich finde wirklich, da steckt so viel Liebe in diesem Spiel. Also wenn man sich allein dieses Menü anschaut, dieses Fahrerlager, ich finde das richtig cool. Ich finde, es macht auch sehr viel Spaß zum Fahren. Viel mehr als F1 2010. Ich finde ehrlich, das Spiel ist besser als F1 2010. Tötet mich ruhig. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der das so sieht, aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, Leute, und ja, das war's mit unserer Saison. Eine Sache, die ich jetzt noch am Ende sagen wollte, das war logischerweise unsere letzte Karriere vor F1 2016. Das kommt jetzt in knapp eineinhalb Wochen raus, einer Woche ungefähr. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video genau hochlade, aber ungefähr eine Woche ja, ist es noch bis F1 2016. Und lasst mich wissen, was ihr noch so für einzelne Videos bis dahin sehen wollt, vielleicht irgendwelche Challenges in irgendwelchen Spielen oder so. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich bis dahin noch machen soll in dieser Woche, weil wir werden jetzt keine neue Saison anfangen, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Also ja, Leute, ich halte meine Fresse. Ich wollte nochmal vielen, vielen Dank auch sagen für eure ganze Unterstützung an dieser Karriere. Irgendwie jede Folge hatte über 200 Aufrufe, über 10, 15 Daumen nach oben. Das ist für meine Verhältnisse ist das echt viel. Und ja, ich lasse euch hier jetzt noch alleine mit den letzten Momenten dieser F1 2011 Karriere und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann bei diesem Spiel wieder, ich weiß es nicht. Aber wenn wir eine Saison machen, dann auf jeden Fall in einem der schlechteren Teams. Wir werden ja gleich noch sehen, was für Verträge wir haben, das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Vielleicht sind diese, ja doch, die Credits sind schon vorbei, okay. Dann lasse ich euch nicht alleine mit denen, dann haben wir die auch überstanden. Okay, man hätte sie sogar skippen können, gut. Naja, geil, war trotzdem nochmal cool, das Ganze zu sehen. Und wir gucken uns jetzt die Verträge an, die wir hier bekommen haben. Das sind anscheinend keine. Okay, ich glaube, vielleicht muss man die Saison erst beenden, oder? Ja, nächste Saison. Hä? Und die neue Saison... Wähle über das E-Mail-System einen neuen Vertrag aus. Wir haben keine Verträge. Hä? Ah, doch, hier. Hä, warum ist das dann nicht bei Vertragsangeboten? Okay, wir haben einen Vertrag von Sauber. Von Ferrari, Leute. Ich glaube, weil wir Alonso geschlagen haben. Ferrari, meinem Lieblingsteam. Und das war's, oder? Das war's, okay, nur zwei Angebote von Sauber und Ferrari. Ich denke, und scheiß, so eine zweite Saison irgendwann mit Sauber wäre richtig cool. Ferrari werden wir nicht machen, weil das wäre langweilig. Aber Sauber ist, denke ich, echt ein nices Team für eine Saison. Also lasst mich wissen, ob ihr irgendwann in ferner Zukunft mal eine zweite Saison sehen wollt. Leute, aber ich rede viel zu lange. Ich glaube, dieses Video ist ewig lang geworden, aber das kann man ja mal machen. So fürs Finale. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr es ganz gesehen habt. Schreibt dann mal irgendwas in die Kommentare. Schreibt irgendwas in die Kommentare, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es ist wirklich vielen, vielen Dank auch nochmal für eure ganze Unterstützung. Wir sind Weltmeister. Haut rein und bis, ja, zu kommenden Videos. Ciao!